Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, nämlich den neuen Campster aus dem Hause Pössl. Da ist er! Ich zeige euch das mal. Ein tolles Auto, vorne PKW und 50 cm später beginnt euer neues Reisemobil. Die ergonomisch geformten Pilotensessel lassen sich mit einer Bewegung aus der Fahrsituation in die Wohnsituation umdrehen. Und schon sitzt man bequem in seinem eigenen Wohnmobil. Der herausnehmbare Küchenblock, momentan noch fest fixiert, bietet uns einen Zweiflammkocher und eine praktische Edelstahlspüle. Und was bei einem echten Reisemobil natürlich nicht fehlen darf, ist eine Kühlbox. Eine Kompressorkühlbox, die alle Speisen und Getränke kühl hält. Ganz besonders sind die Maße des Campster. 4,95 Meter lang und nur 1,96 Meter hoch. Also absolut tiefgaragentauglich. Den könnt ihr überall parken. Zwei Schlafplätze stehen uns zur Verfügung. Zwei oben im Dachzelt und für zwei werden wir diese Sitzgruppe jetzt umbauen. Ich werde es euch gleich zeigen. Der Tisch wird einfach entriegelt und ganz aus dem Fahrzeug herausgenommen. Den Tisch haben wir mit einem Griff entfernt. Jetzt müssen wir nur noch diese Bank umklappen, um unten einen Platz für zwei zu erzeugen. Und hat euer Reisemobil auch eine Dachterrasse? Die Innenstehhöhe in diesem wunderschönen Reisemobil ist natürlich leider nicht ausreichend. Wenn man das Bett nicht hochklappt, zwei dieser Schrauben halten unsere Küche am Boden. Einfach abschrauben und die Küche herausnehmen. Der gesamte Küchenblock ist autonom und ihr könnt die Spülen-Kocher-Kombination auch draußen so verwenden. Und was sagst du? Hält der neue Campster, was er verspricht? Das war jetzt richtig beeindruckend. Aber das Beste hast du eigentlich vergessen. Den Preis. Das Ganze schon ab 38.000 Euro. Leider sind wir schon wieder am Ende angelangt. Aber empfehlt uns doch weiter, Freunde oder Bekannte, Freistaat TV auf YouTube. Und nicht vergessen, Fernweh hat eine Heimat. Prost, Holger!